Guten Morgen vom Runenhex-Altar. Ja, heute ganz kurz. Sovilo und Lagus. Und das an einem Tag wie heute. Ich bin wirklich gespannt, was diese Kräfte mir bringen werden. Ich weiß, was sie mir bringen werden im Grunde, aber kann ich sie auch einsetzen? Oh ja, ich werde versuchen, sie einzusetzen. Sovilo, die Sonne, die Siegrune. Ja, Sovilo erzählt von der Kraft der Sonne, von der Kraft, alles wachsen zu lassen, was man erreichen will, so wie die Sonne. Denn die Erde, die ernährt uns ja mit allem, was wir so, ja, brauchen im Leben. Aber ohne die Sonne würde gar nichts wachsen. Für Wachstum brauchen wir die Sonne und Lagus. Lagus, das Wasser. Also wenn ich jetzt hier für meine Pläne heute diese Kräfte zur Verfügung habe in mir. Das ist sehr, sehr spannend. Sonne und Wasser ist genau alles, was man ja braucht, um voranzukommen in dem, was man vorhat. Ich habe heute auch wirklich ein spannendes, gutes Gefühl. Es wird mit Sicherheit so sein, dass es mich weiterbringt. Lagus, das Wasser, ist auch die Rune der Bejahung. Also die Rune, die etwas ins Fließen bringt, ja. Die Kräfte ins Fließen bringt. Sie sagt auch, sei wie das Wasser, sei immer in Bewegung, ja, steh nie still und vor allen Dingen fließe in deinem eigenen Bachbett. Nur ein kleiner Bach oder freier Fluss fließt wirklich energetisch gut. Das heißt, der tritt auch mal über die Ufer, der fällt irgendwo runter, das nennt man dann Wasserfall. Der hat Stromschnellen, der wurstelt sich um alles Mögliche rum und ja, Wasser, Bewegung, Emotionalität. Lass dich nicht begradigen vom Leben, von der Gesellschaft. Das sagt Lagus. Sei du selbst. Such dir deinen eigenen Weg, so wie Wasser. Weil wenn du dich begradigen lässt, dann wird es so wie die Donau zum Beispiel, die dann betoniert ist und du fließt zwar dann viel schneller, möglicherweise, aber die Qualität ist nicht so gut. Deshalb, wenn Lagus ein Zeichen setzt, bleib immer der kleine Gebirgsbach und nicht ein betonierter Fluss. So, ich mache mich jetzt auf die Socken, weil ich habe doch einiges vor. Ich fahre heute in die Vulkaneifel auf den Bäuerhof und gucke mir das mal an. Bin sehr gespannt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag heute.